natürlich ist es super, wenn man sein Land vertreten darf. Also dieses Trikot für Deutschland zu tragen, war sicherlich eine Riesensache, ein Riesenerfolg für mich. Ich bin aus der zweiten in die erste Bundesliga aufgestiegen mit Arminia Bielefeld 2004. Das war auch ein Riesenerfolg, aber natürlich eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, das sogar zweimal mit dem BVB, also Borussia Dortmund, steht auch auf der Liste. Also ich würde da ungern ein Ranking machen, das waren alles für mich individuell ganz, ganz wichtige und große Erfolge. Das ist schwierig für mich auch auszumachen, ehrlich gesagt. Für mich waren das Sachen wie das erste Mal gegen den FC Barcelona zu spielen, im Stadion Camp Nou in Barcelona. Das erste Mal das Deutschland-Trikot zu tragen in Yokohama gegen Japan. Aber auch ein eigentlich total verkorkstes Pokalspiel mit dem BVB gegen Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf, wo ich nach, ich weiß gar nicht, 25 Minuten oder was mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Auch das ist ein Spiel meines Lebens, weil es eben eine besondere Geschichte ist. Und der Verlauf danach mit dem Gewinn des Pokals natürlich auch dann wiederum das Ganze noch ein bisschen veredelt hat. Ich würde sagen, also dieses Pokalspiel war schon was ganz, ganz Besonderes, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es anders gelaufen wäre. Ja, es ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist auch nicht vergleichbar. Also ich habe ja gesagt, ich habe im Camp Nou gespielt. Ich war das Stadion von Real Madrid, Bernabeu. Alles beeindruckende Stadien. Aber es ist eine andere Energie, als es im Signal Iduna Park ist. Und das war auch schon immer so. Natürlich zu meiner Zeit, als ich aktiv unten auf dem Rasen stand, dieses Gefühl vor diesen damals 80.000, dann wurden es irgendwann 81.000 und so weiter. Das war einfach ja, unbeschreiblich. Immer wieder Gänsehaut und insbesondere natürlich die Südtribüne mit 25.000 Menschen. Erstmal war es super spaßig, ein Haus selbst zu entwerfen. Ich habe mich da nächtelang wirklich mit befasst und hat auch viele schlaflose Nächte gegeben. Zu der Zeit musste ich zum Glück nie wirklich früh raus, weil ich immer noch spät bis mitten in der Nacht am Laptop saß und versucht habe, eben das passende Treppenhaus zu finden und die Aufteilung zu optimieren. Also mir war wichtig, dass es irgendwie einen Fluss in diesem Haus gibt. Also gerade auf der Wohnebene, der mittleren Ebene, der Hauptebene, wollte ich, dass es eigentlich von einem in den anderen Raum fließt. Ich wollte nicht alles ganz, ganz offen haben, aber doch das Gefühl, dass man sich hier sehr, sehr frei bewegt. Und ich glaube, das ist mir recht ordentlich gelungen. Lieblingsplatz, da sind so viele. Also am liebsten liege ich im Bett und schlafe und erhole mich. Aber ich sitze auch gerne am Esstisch und schaue Nachrichten oder gucke mir Sportevents an. Hab dann immer Zugriff auf meine Küche eben gleich daneben, die, wie ich finde, auch ganz, ganz ordentlich geworden ist. Ja, aber auch auf der Couch zu sitzen hinten, wenn es kalt wird, mal ein Feuer anzumachen. Das sind so Sachen. Hier gibt es wirklich viele Ecken, in denen ich mich immer wieder sehe und immer wieder wohlfühle, wenn ich dort für eine gewisse Zeit aufhalte. Weil ich es gerne leicht habe im Leben und im Alltag vor allen Dingen. Und ich ein sehr praktisch veranlagter Mensch bin, es muss alles Sinn machen. Ich würde es mir nicht anschaffen, nur weil es Shishi ist und weil es es gibt. Also ich will nicht, dass mein Kühlschrank sagt, die Milch ist leer oder abgelaufen und bestellt sie gleich irgendwo bei einem großen Onlinehandel nach und sie wird geliefert. So weit geht es nicht, aber es ist schon schön, wenn du gerade im Dunkeln durchs Haus läufst und das Haus merkt, wo du bist, macht dort eine gewisse Lichtszenerie an, die dich nicht sofort blendet, aber eben dir genug Licht gibt, sich hier frei zu bewegen und dann auch wieder ausschaltet, wenn du den Raum verlassen hast. Sowas zum Beispiel. Das fand ich total von der Idee her einfach total klasse und total praktisch und das entspricht meinem Naturell. Deswegen war das für mich immer schon ein Thema und ich steuere gern zentral möglichst viel und möchte nicht nach oben laufen müssen, um zu gucken, habe ich irgendwo das Licht angelassen oder ist im Keller vielleicht noch irgendwas angeschaltet, was eigentlich aus soll. Wenn man das zentral eben regeln kann, dann ist es sehr smart.
Für Loxon habe ich mich tatsächlich entschieden. Also erstmal bin ich mit Loxon in Berührung gekommen über einen YouTube-Kanal einer YouTuberin, die sich auch mit Loxon befasst hat, während sie ihr Haus gebaut hat. Ich müsste eigentlich sagen, nicht ich, sondern meine Freundin ist darauf aufmerksam geworden, weil ich folge diesem YouTube-Kanal nicht. Sie hat es mir dann gezeigt. Wir waren eben im Begriff zu bauen und hatten noch keine wirkliche Entscheidung getroffen, welches System wir verwenden möchten. Ja, und dann habe ich mich damit befasst und es war eigentlich, es waren die Lichtschalter, wo ich gesagt habe, es ist ein Taster, ein Touch Pure heißt der dann bei Loxon. Und damit kann ich so viele verschiedene Sachen machen und brauche nicht so eine lange Leiste, eine Lichtleiste, wo zig verschiedene Schalterchen drauf sind, die man dann noch beschriften muss und so weiter und so fort, damit man nicht durcheinander kommt. Sondern es ist recht intuitiv, recht simpel und schick. Und das hat mich eigentlich überzeugt, mich dann wirklich mit der ganzen Materie von Loxon zu beschäftigen. Und als ich gesehen habe, dass sie genau das machen, eben diese Automatismen, die ich gern hätte, dann war die Entscheidung fast schon getroffen. Ja, Musik spielt eine Riesenrolle, auch in meinem Leben. Also ich habe ja auch mal ein bisschen Musik gemacht, aber da wollen wir gar nicht erst mit anfangen. Nein, und der Audioserver kam für mich, war sofort ein Thema, weil ich eben gerne Musik höre und das am liebsten überall. Deswegen sind hier auch diverse Boxen verbaut in verschiedenen Räumen, wo ich dann meinem Musik freien Lauf lassen kann. Und meine Lieblingsmusik ist recht Hip-Hop und R&B-lastig. Man kann über den Server natürlich in verschiedenen Ländern durch verschiedene Genres suchen. Und so findet man eigentlich immer was. Und das ist total cool, weil ich dann Radiosender kriege, die ich sonst hier eben in Deutschland auch gar nicht hören kann. Und wo die Musik, die ich gerne mag, eben sehr viel gespielt wird. Also Beleuchtung, definitiv. Verschiedene Szenen, Szenarien zu erstellen, da auch immer wieder dran arbeiten zu können, das verändern zu können, je nach Stimmung. Das automatische Licht, was, wie gesagt, den Kindern hilft, auch wenn sie mal nachts raus müssen auf die Toilette. Oder eben mir, wenn ich lange auf der Couch lag und mittlerweile das ganze Haus dunkel ist, weil engst alle schlafen und ich dann aufstehe, nochmal in den Kühlschrank will und es gibt mir ein leichtes Licht, dass ich hier nicht gegen den Tisch renne oder sowas. Das sind so die Sachen, die ich einfach am besten finde, die es wirklich ganz, ganz offensichtlich erleichtern, sich hier im Haus einfach und praktisch zu bewegen. Besondere Herausforderung, das war die Lichttechnik. Wir haben ja insgesamt um die 200 Meter LED-Stripes. Wir haben über 100 RGBW-Spots Tree verbaut, aber ließ sich natürlich mit Loxon sehr gut umsetzen. Das Schöne an der Loxon-Plattform ist, dass sie sich beliebig skalieren lässt. Wir können vom normalen Einfamilienwohnhaus über die Luxusvilla bis hin zum Gewerbeobjekt wirklich individuelle Lösungen schaffen. Das ist egal, ob das Lichttechnik ist, Lichtsteuerung, Audiolösung, Zutrittslösung. Es lässt sich wirklich maximal individualisieren hin zu den Kundenwünschen, auch im Gewerbesegment.